Bremen gegen Bayern zu Ende. Wir verlieren das Spiel mit 3:1. Ja, das und vieles mehr. Wir analysieren das Ganze nach der Begrüßung. Ja, meine Freunde, das Spiel ist aus. Wir haben verloren, womit ja auch fast jeder gerechnet hat oder viele auch gerechnet haben. 1:3 haben wir das Spiel verloren, also 3:1. Und erstmal natürlich Glückwunsch an die Bayern. Die hätten das Spiel auch deutlich höher gewinnen können, rein theoretisch. Unfassbar viele Pfosten, Aluminiumtreffer, Latte, alles war dabei. Ja, letztendlich müssen wir aber auch sagen, bis zum 1:0, und das will ich wirklich nochmal hervorheben, sah das von Werder gar nicht mal schlecht aus. Bis zum 1:0 habe ich echt gesagt, ey, wir standen hinten ganz gut, wir hatten Entlastungsangriffe, wir haben das spielerisch versucht, das war alles ganz ordentlich. So, meiner Meinung nach war das alles ganz ordentlich beim 1:0, und das darf dann nicht passieren in so einem Spiel gegen eine Top-Mannschaft, und vor allen Dingen, wenn du eigentlich ganz gut im Spiel drin bist, darfst du keine unnötigen Gegentore kriegen, nicht nach Standards. So, nach dem Standard, nach dem 1, also nach dem Standard, nach der Ecke, das 1:0 zu bekommen, sehr, sehr bitter. Goretzka dann am Ende komplett blank beim 1:0. Danach hätten wir eh schon fast direkt das 2:0 kassiert, haben es dann auch noch kassiert gehabt. Haben die Bayern einfach gut rausgespielt, das ist auch die spielerische Klasse von denen nun mal gewesen. Fakt ist aber auch, dass wir nach dem 2:0 im späteren Verlauf hätten vielleicht einen Elfmeter kriegen können, wo Sargent vor Boateng am Ball war und am Fuß getroffen wird, fällt, Boateng fällt auch, und es wurde halt nicht mal überprüft. Ich hätte es gerne nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen, ich habe es jetzt nur einmal gesehen gehabt. Für mich sah es im ersten Moment schon aus, dass das ein Foul war, beziehungsweise ich habe schon viele Elfer gesehen, wo man viel eher einen Elfmeter bekommt als sowas. Aber ja gut, ich hätte es einfach gerne nochmal gesehen gehabt. Ja, und dann wäre es für mich auch in Ordnung gewesen. Stattdessen haben wir dann kurz danach das 3:0 bekommen. Und wieder durch eine Ecke, komplett blank gelassen. Ich glaube, Goretzka war es wieder, den man komplett blank gelassen hat. Der Ball fliegt gegen seinen Kopf, er hat damit selber gar nicht gerechnet. Und dann auf Umwegen landet er durch einen abgefälschten Ball bei Lewandowski, der ihn dann reinschießt. Also ganz, ganz bitter. Dann gab es nochmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer, also im Sinne von, wir gehen ja noch nicht komplett unter, das 3:1 durch Füllkrug. Rashica ist allein aufs Tor gelaufen, hätte da auch schon rüberlegen können auf Agu. Hat geschossen, neuer Held, und Füllkrug macht dann per Abstauber rein. Freut mich sehr für Lücke. Ist auch schön, einfach wenigstens noch ein Tor gemacht zu haben. Da konnten wir uns ein bisschen was freuen. Im Endeffekt war einfach mehr nicht drin. Wie gesagt, das Auftreten bis zum 1:0 hat mir gefallen, danach eher weniger. Aber gut, abhaken, nächste Woche geht's weiter. Und ja, dann heißt es wieder Vollgas geben. Wie gesagt, gegen die Bayern ist es nun mal schwer, und da war vielleicht heute auch einfach nicht mehr drin. Ja, schreibt mir trotzdem in die Kommentare, wer hat euch am besten gefallen, wer hat euch am schlechtesten gefallen. Am schlechtesten muss ich wirklich sagen, ich fand auch Eggestein heute überhaupt nicht gut, überhaupt nicht im Spiel. Ja, und dann bin ich gespannt, was ihr sagen werdet. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Renico. Ciao.